So, hallo, wir machen weiter bei Mario Maker und wir sind bei den Leveln von Joris und spielen gerade alles Mögliche durch. Das einzige Level, was ich jetzt nicht geschafft habe, ist das mit dem Drehgegner. Ich weiß nicht mehr, wo es ist. Irgendwo war es. Da, hier. Block zerstören ohne Pilz. Da gibt es irgendeinen Glitch, irgendeinen Trick, den ich nicht weiß. Weiß ich auch jetzt noch nicht. Deswegen, den kann ich noch nicht machen. Aber alles andere können wir weiter spielen. 6 Level haben wir, glaube ich, noch. Und nachdem ich das letzte Mal nach 50 Minuten festgestellt habe, jo, es kommt doch noch ein bisschen was, habe ich gedacht, ja, vielleicht schlauer, wir brechen das Ganze ab und machen noch einen neuen Part. Dass es nicht zu krass und zu viel wird. Ich glaube, da hätte ich schneller hier reingemusst. Kann das sein? Ah, nee, ich muss hier so reinrutschen. Okay. Okay. Irgendwie kommt mir das bekannt. Ich bin gerade irritiert. Habe ich das schon mal gespielt? Nee, ne? Aber irgendwie kommt mir das vom Aufbau her bekannt vor. Ich weiß nicht. Ich glaube, aber vielleicht habe ich sowas Ähnliches mal gespielt. Ich weiß es nicht. Warte, ich brauche ein... Habe ich mich gesoftlockt? Ah, ich hätte da unten bestimmt einen Stacheldings rausholen müssen. Irgendwie habe ich sowas Ähnliches schon mal gespielt. Ich weiß nicht ganz wo oder wie, aber irgendwie sowas in der Art. Ah, oder sowas hier, ja. Nee, aber jetzt wird's doch wieder unbekannter. Okay, das Ding wird sich gleich bewegen. Ja. Okay. Da, ich glaube, da hat er ein paar Troll-Level gesehen, bevor er das Level hier gebaut hat. So. Na komm schon. Okay. So, jetzt aber hier. Also wir müssen hier wieder warten. Ich glaube, hier komme ich nicht schneller durch. Na, nee, das lässt sich nicht beschleunigen. Oh, jetzt habe ich mich selber gehopst. Da bin ich vorhin besser durchgekommen. Ach Mist. Da bin ich vorhin besser durchgekommen. So. Aber gut, dass wir das jetzt mal den Part... Das wäre jetzt so eine Sache, ne? Wenn wir jetzt in dem 50-Minuten-Part noch wären, der jetzt ja dann schon mittlerweile 55 Minuten wäre oder so, da wäre ich jetzt wieder nervöser geworden, weil ich das dann doch gemerkt hätte, oh, das wird gerade hier alles länger, als es soll. Oh, Bruder! Wie habe ich das vorhin gemacht? Wie habe ich das denn vorhin gemacht? Wie habe ich das denn vorhin gemacht? Hä? Hilfe! Ich komme da nicht mehr durch. Auf Anhieb hat es funktioniert und jetzt geht es nicht mehr. Das ist nicht so gut. Yes! Alter, das ist jetzt ja dann interessant. Da wussten wir ja jetzt gar nicht, dass das so
so katastrophal noch wird, ne? Okay, Checkpoint, sehr gut. Ah, lol. Okay, das war's auch schon. Danke für den Checkpoint. Wenn ich runtergefallen wäre, hätte ich mich geärgert. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Gut, prima. Jetzt weiß ich auch, warum das Level der weite Sprung heißt. Ein kurzes, schönes Level. Okay. Dann rein da. So. Ja. Den Typen zu transportieren habe ich auch noch nicht so oft gesehen. Auch eine schöne Idee. Yoshi! Let's go! Das hat nicht so gut funktioniert. Yoshi! Aua! Okay. Jetzt haben wir alles mitgenommen. Zyklidröhre vielleicht? Okay, ich will natürlich die Feder haben. Okay, ich krieg keine Feder mehr. Ah, die gab's nur... Ah, doch, jetzt, da kommt's wieder. Feder! Sehr schön. Okay, wir müssen wahrscheinlich auch fliegen, ne? Okay, das hat nicht so gut funktioniert. Schaffen wir das? Ah, ich kann ja von Yoshi abfliegen. Gut, dass mir das eingefallen ist. Das ist mir sehr knapp eingefallen, aber gut, dass mir das eingefallen ist. So, welche Röhre ist begehbar? Die da hier. Oh, hier komme ich direkt wieder rein, okay. Ah, lol, die wäre auch begehbar gewesen. Wenn man den Flugdings nicht gehabt hätte wahrscheinlich. Sehr, sehr gut zu wissen. Dann hätte man die Leben nicht mitnehmen können. Also die Leben waren Bonus. Sehr schön. Das war in der Tat ein kurzes, schönes Level, bei dem wir uns direkt den Weltrekord holen. Aber sowas von holen wir uns die 20 Sekunden. Das war schon zu langsam. Wir brauchen keinen Pilz. Na, da muss ich ein bisschen, aber für den Weltrekord darf ich keinen Pilz mitnehmen. Ich muss da ganz schnell sein. Na, das war schon wieder zu schnell. Zu langsam. Ah, vielleicht kurz nach links. Vielleicht kurz nach links. Ja, ich glaube, den muss ich akzeptieren. Ich glaube, den Sprung muss ich akzeptieren. So. Jetzt gut aufpassen. Die Röhre hier war's. Ja, perfekt. Jetzt nur noch hier durch. Nur noch hier durch. Yes! Also, viel schneller kann man es nicht mehr machen. Vielleicht so zwei Sekunden vielleicht. Aber ich glaube, das war's dann. Ich glaube, noch schneller wird es nicht mehr. Vielleicht, wie gesagt, vielleicht so 2 Sekunden. Aber ich glaube, 13 ist schon ganz gut. Ich glaube, 13 ist schon ganz gut. Ein kurzes Giftlevel. Rein da. So. Wir müssen als Käfer Mario das Ziel erreichen. Das heißt, ich muss irgendwann so einen... Oh, okay. Da wird mir erstmal der Weg gebaut. Ich muss so einen Dings erreichen. So einen Helm. Okay. Okay, was habe ich falsch gemacht? Meint, da oben ist was, das sehe ich ja. Aber das ist nur fürs Ding. Fürs Ding. So, aber jetzt komme ich da oben raus. Also, hier ist etwas mysteriös. Ich gehe mal zur anderen Seite. Ich gehe mal wieder an den Anfang. Vielleicht ist da jetzt ja was aufgetaucht.
Ja. Und wieder zurück. Jetzt geht's nicht weiter. Aber hier ist jetzt... Ne, hier ist nichts neu. Okay, wie geht das Level? Was übersehe ich? Also ich glaube, jetzt habe ich mich gesoftlockt. Ich glaube, aus der Nummer komme ich nicht mehr raus. Ich glaube, hier komme ich nicht mehr raus. Ah, okay. Ah, lol, ich muss die verfolgen. Nee, oder? Da drüben ist eine Tür. Da drüben ist eine Tür. Ach so. Ach so. Die habe ich nicht gesehen. Okay. Ah, ich bekomme den... Ja, alles verstanden. Ich bekomme den Helm am Schluss aufgesetzt. Verstanden. Sehr gut, da haben wir auch gleich den Rekord mitgenommen. Passt. So. Wiggler Poke Paradies. So. Ja, das sind ganz viele Wiggler. Auf Pokis kann ich nicht springen, ne? Dann muss ich mit denen wahrscheinlich hier rüber irgendwie. Oder, oder muss ich runter? Kann auch sein, dass ich nach unten muss. Warte mal. Alter. Kann sein, dass ich hier nach unten muss. Nee, auch nicht. Okay, dann muss ich irgendwo nach drüben. Dann muss ich weiter nach rechts. Aber vermutlich auf den Wigglern. Okay, 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 okay. We can do this. So nicht. So auch nicht. Ja. So, jetzt kommen die nämlich langsam alle, aber auch die anderen. Und dann muss ich da irgendwie nach oben. Dann muss ich da irgendwie nach oben. Okay, pass auf. Ah, das Problem ist, die Grünen kommen als erstes. Das ist... Ah! Ja, 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 ja! Yes! Nein! Okay, wir wärmen es gleich. Ah, da wollte ich zu viel. Da wollte ich zu viel. Okay, jetzt pass auf, jetzt pass auf. Jetzt locken wir die erst hier hin. Die Roten sind schneller als die Grünen. Das ist wichtig. Und jetzt komme ich nach oben. Jetzt haben wir's. Yes! Eieieiei. Gut. Ah, da wäre ich jetzt ja schon wieder, ne, interessiert. Da bin ich jetzt doch schon wieder interessiert. 15 Sekunden. So, komm, 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 gleich herkommen, gleich herkommen.
Aber jetzt sind die Grünen vorne. Das ist nicht so gut. Das ist gar nicht so gut. Das ist nicht, was ich wollte. Das ist auch nicht, was ich wollte. Da muss ich noch einen anderen Weg finden, da hochzukommen. Oder ich kann hier schon hoch. Ja, das. Schwierig. Schwierig. Wie kann ich das schneller machen? Wie komme ich da schneller hoch? Ich habe eine Idee. Wenn ich erst hier hingehe und dann hier so rüber und dann, ja, und dann mit denen darüber reite. Geht das vielleicht? Ich bin mir unschlüssig. Oh, das war der Geist. Ja, aber irgendwie... Ich glaube, viel schneller wird's nicht, ne? Nee, bis die hier ankommen... Ja, das war jetzt ein bisschen schneller, aber... Aber reicht das? Hat das gereicht? Yes, es hat gereicht. Nice. Sehr gut. Bin zufrieden. Ein lila Wald wird von uns als nächstes untersucht. Okay, da unten sind... Aha. Jawollo. Aha. Ich bin tot. Ich darf nicht da hoch. Doch, ich darf da hoch. Aber nur bis hierhin. Das hat nicht gereicht. Ich glaube, ich muss hier stehen bleiben. Bis das da drüben explodiert. Irgendwie noch nicht. Scheinbar muss ich da noch weiter rüber. Ah! Habt ihr es gesehen? Da ist nochmal eine andere Fläche. Da in der Mitte von dem Lila-Ding. Da! Das sind Paus. Das sind Paus, die untergehen. Ah! Auf den kann ich stehen. Und dann muss ich da rüber und ja, jetzt ergibt alles Sinn. Ich hab's gesehen. Ich hab's gesehen. Sehr gut. Ah, da muss ich warten, bis es hochgeht. Dann muss ich mich da hinstellen, wenn es hochgeht. Und dann muss ich... Ich muss warten. Mein Gott, hör doch. Hör doch auf dich selbst, Kollege. Hör doch auf dich selbst. Und dann muss ich, dann muss ich wieder zurück, weil sonst kommt das Feuer. So, jetzt habe ich das Feuer ausgelöst. Genau, das da hier. Und jetzt kann ich hier rüber. Okay, jetzt muss ich aber erstmal durch die Tür scheinbar. Ja, und die Tür schickt mich ins Ziel. Alles klar. Sehr schön. Ja, hier brauchen wir jetzt keinen Rekord holen, das ist nicht so wichtig. Weil das ist ja eher so ein Gimmick-Level, ne? Also das, ob ich da jetzt da die eine Sekunde... Ach komm.
Ich will ihn trotzdem haben. Vor allem, ich habe jetzt ja gesehen, ich kann das sogar hier stehen bleiben, ne? Jetzt muss ich nur bis zur Tür sofort und dann sofort durch die Tür gehen. Ja, schneller wird's nicht. Schneller geht's nicht. Also es geht definitiv maximal eine Sekunde schneller oder so. Also sehr viel schneller kann es nicht gehen. Sehr schön. Da haben wir nochmal den Rekord auf ein sehr ordentliches Niveau gehoben. Na, also das ist nochmal viel besser als die 27 Sekunden. Sehr gut. Klick, klack, die On-Offs schalten. 50 Sekunden Rekord. Sollte dann bestimmt machbar sein. Okay. Ah, ich springe. Und damit schalte ich, ich verstehe. Jetzt haben wir's. Sehr gut. Alles klar. Aber wo geht's jetzt weiter? War nichts mehr, ne? Nee. Aber hier komme ich nicht hoch. Okay, irgendwas habe ich... Ah, warte, der On-Off muss andersrum sein, ne? Der On-Off muss blau sein. Hat irgendwie auch nichts gebracht. Okay, was mache ich falsch? Welchen Trick kenne ich hier wieder nicht? Oder wo bin ich blind? Mal guck mal hier. Das ist alles zu hoch. Da komme ich nicht. Also da komme ich nicht. Na, hier drüben. Wir sehen es ja von hier, was da ist. Na, da komme ich nicht hin. Ich wüsste nicht, wie ich da hochkommen soll. Aber hier ist ja... Irgendwas habe ich übersehen. Irgendwas habe ich übersehen, womit ich es mir jetzt verbaut habe, glaube ich. Aber ich weiß nicht, was ich... Ah, warte mal. Gibt es hier irgendeinen Glitch, dass man...
Hier gibt es bestimmt einen Glitch, dass man sich da irgendwie so hoch drücken kann. Warte. Nein, nicht so rum. Ist hier vielleicht irgendein Glitch, dass man dann so da hochgedrückt wird oder sowas? Irgendwie ja nicht. Vielleicht noch eher näher dran? Ich glaube, jetzt komme ich nicht mehr rein, ne? Nee. Ich habe irgendein Item, was ich brauche, glaube ich, versemmelt. Ich glaube, irgendein Item darf ich nicht einsammeln. LOL, ich bin ein Depp. Ja, natürlich. Ich kann es ja zur Seite schieben. Ja. Verstanden. Verstanden. Natürlich. Ich kann es ja zur Seite schieben. Die Technik habe ich komplett vergessen. Die Technik habe ich komplett vergessen. Sehr gut. Ja, so lernt man gleich wieder die ganzen Mechaniken von Mario Maker, ne? Was ist jetzt passiert? Ah. Falls ihr euch wundert, ich hatte kurz Ton weg. Aber hatte nichts mit hier zu tun. So, und jetzt kommt der Pilz nämlich her. Jawollo. Und jetzt, ja, das habe ich komplett vergessen, dass ich das zur Seite schieben konnte. Das habe ich komplett vergessen. Ja, natürlich. Sehr gut. Musste man erstmal wieder drauf kommen, aber ich habe es wieder gewusst. Es ist mir wieder eingefallen. Sehr schön. Prima. Okay. Aber seht ihr es? Wir sind bei einer halben Stunde. Hätte ich das im letzten Part noch durchziehen wollen, wäre ich jetzt bei 1 Stunde 20 und unfassbar nervös. Weil ich schon, ne, weil der Part halt viel zu lang geworden wäre. Also schon gut, so dass wir es so gemacht haben. Clown Car. Ah, das war das ganz kurze. 3 Sekunden. Ich hab's geschafft, hier in dem Level zu sterben. Eieiei. Okay, ich bin zu bald eingestiegen, glaube ich. Ja, ich glaube, ich komme hier nicht mehr raus. Ah! Nice! Ich bin doch noch rausgekommen. Sehr gut. Sehr gut. So. Und dann haben wir es, ne? Das heißt, das einzige Level, das ich leider noch nicht schaffe, weil ich nicht weiß, wie der Trick geht, ist das hier. Die Frage ist halt, komme ich von selber drauf? Na? Die Frage ist halt, komme ich von selber drauf, wie es geht? Ist der Trick so, dass man ihn nur anwenden kann, wenn man ihn kennt? Oder kann man da schon drauf kommen? In 11 Sekunden geht es, ne? Also, hier, 11 Sekunden ist der Rekord. Boah, lol. Alles klar, das wusste ich nicht. Oh, no.
Woran bin ich jetzt gestorben? Das ist ja interessant. Hä? Was ist da unten? Hä? Was ist da unten, was mich tötet? Warum jietet's mich da nach oben? Das ist Springboard oder sowas? Okay. Okay. Ja, nice. Ja, nice. Ey, dann haben wir es geschafft. Wir haben es noch rausgefunden. Ich bin ja begeistert. Ich habe was gelernt. Schade, dass ich es im letzten... Ach man, das ärgert mich jetzt wieder. Ich habe im letzten Part ja probiert. Und genauso wie ich jetzt probiert habe, hätte ich es im letzten Part haben können. Mist. Aber hey, ist egal. Wir haben es geschafft. Wir haben aktuell alles gespielt, was hier gebaut wurde. Sehr, sehr schön. Dann können wir noch kurz hier oben gucken, was wir hier Hübsches haben. Sense of Rhythm von WBC. Gucken wir uns an. Duck. Okay. Hä? Ich muss mich ducken, wenn das passiert. Ich verstehe. Was? Vorhin habe ich es doch auch hinbekommen. Scheinbar verstehe ich doch nicht. Was? Okay. Lol. Das heißt aber auch, sobald ich den verloren habe, war es das. Okay. Oder? Nein! Ja. Das ist wahrscheinlich aus Squid Game, ne? Das ist aus Squid Game. Heißt das auch was mit Squid? Red Light Blue. Ja, ich glaube, das sollte aus Squid Game sein. Ich habe schon wieder Tonverlust. Warum ist mein Ton schon wieder weg? Was tut mein Kabel? Okay, neuer Versuch. Das ist natürlich schlecht, wenn man hier keinen Ton hat. Okay. Fail.
Okay. Ich frage mich, wie das funktioniert. Okay. Bruder. Okay, wir warten hier. Okay. Eieiei. Okay, wir warten hier. Okay. 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 Ach, Bruder. Okay. Ach du Scheiße. Okay. Okay, Checkpoint. Es wird schneller. Okay. Scheiße. Ja. Oh, krass. Okay. Da fragt man sich schon, wie dieses Level funktioniert. Also, es ist wirklich fascinating. F. Okay. Aber WBC-Level einfach immer auch großartig. Wenn ich nicht so fucking ungeduldig, Entschuldigung, wäre. So ungeduldig, also so langsames Spielen ist halt auch so gar nicht meins, ne? Aber ist natürlich trotzdem cool. Okay. Das ist nicht so gut jetzt. Ich konnte in dem Wirbelsturm nicht. Ach, verdammt. Ah. Ich schaff's nicht schneller da hoch. Okay. Ich war zu. Ich hatte es noch im Gefühl, dass es zu langsam ist. Mist. Das ist jetzt wieder das Ding, was ich schon 3 Millionen Mal gesagt habe, na? Einmal konzentriert und in Ruhe spielen würde weniger Zeitverlust bedeuten, als schnell durchhetzen, weil man keinen Zeitverlust erleiden möchte. Na, es ist immer das Gleiche. Du musst einfach geduldiger sein bei solchen Sachen. Okay. Nein, 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 nein. Okay, wie soll ich da hochkommen? Wie soll ich da hochkommen? Okay. Aber das ist das eben, was ich nicht kann. Ich kann nicht geduldig spielen. Okay. Aber das muss man lernen.
Wie? Wie soll ich da... Wie soll ich da hochkommen? Den Teil habe ich noch nicht verstanden. Okay. Das hat jetzt ausnahmsweise nichts mit Geduld zu tun. Ich weiß nicht, wie ich da hochkomme. Okay. Okay. Weil ich muss ja... den Skelettpanzer behalten, na? Ansonsten hätte ich ja schon eine Idee. Okay. Okay. Aber die kann ja nicht funktionieren. Okay. Guck mal, es reicht nicht. Oh, doch. Es reicht eben doch. Oh mein Gott. Okay. Oh, ich dachte schon, ich hab's versaut. Okay, Ziel, da unten. Okay. Also, was heißt Ziel aber, ne? Jetzt nicht noch Quatsch machen. Okay. Bruder, ich dachte, ich werde noch erwischt. Okay, Checkpoint. Okay, was jetzt? Okay, Bossfight. Okay, Bossfight stelle ich mir wiederum ganz cool vor in dem Muster, ne? Bossfight in dem Muster stelle ich mir echt cool vor. Okay. Scheiße. Und das war's. Easy. Schön. Ja, das war, wie gesagt, bestimmt aus Squid Game irgendwas. Secret. Okay. Ja, das war bestimmt aus Squid Game irgendwas. Hundertprozentig. Nein, ich hab nicht toll. Ich wollte den. Ich muss das natürlich noch bewerten. So. Okay, was hat WBC noch gebaut in letzter Zeit? Ich glaube aber, das haben wir alles schon gespielt, na? Invisible Ground. Okay, das haben wir noch nicht gespielt. Was ist das? What? Ah! Okay, verstanden. Man sieht immer unten, oben, was unten ist.
Ja, gut, das war jetzt nicht so das Problem. Oh. Okay. Okay, easy. Okay. 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 Jetzt ist die Wolke da, jetzt muss ich in die Mitte. Ja. Ja. Oh, das ging doch ganz gut. Okay. Gut. Das war zu bald. Da muss ich ein bisschen aufpassen. Okay. Da muss man sich ganz schön konzentrieren, ne? Aber es ist cool. Das war knapp. Boah, das war super knapp. Okay. Oh boy. Ach Gott, ach Gott. Okay. Oh boy. Hopp. Oi, oi, oi. Ach du Schöne. Ach du grüne Neune. Aber einfach nicht springen, ne? Einfach nicht springen. Okay. Oh nee. Oh, das war nicht so gut jetzt, ne? Ich glaube, das war nicht so gut, weil der jetzt gleich weg ist. Ja. Scheiße. Okay. Nein. Oh. Jetzt wird's kritisch. Ein Checkpoint zwischendurch wäre ganz nett gewesen. Nochmal. Okay. So, jetzt kommen die Röhren wieder nah. Ja. Okay. Ach, jetzt kam der... Oh Gott, der Teil hat mich auch gestresst.
Nicht so, oh, nicht so weit. Jetzt. Stopp. Jetzt. Stopp. Jetzt einfach durchlaufen. So, und jetzt aufpassen. Und runter. Und runter. What? Bin ich so knapp hier? Och, Mist. Bin ich echt so knapp daneben? Jetzt muss ich wieder alles machen. Oh. Oh, nee. Warum gab es vor dieser Plattform nicht nochmal einen Checkpoint? Ah, das Level ist ein bisschen lang. Der war vorhin nicht da. Der Geist, ey. Der Geist hat mich fast für Hops genommen. So. Jetzt enorm gut oben hingucken. Okay, okay, okay. Mama mia. Nein. Oh. Ey, wenn es nach dem Raum dann aber keinen Checkpoint gibt, ne? Oh, ich will das nicht immer wieder alles neu spielen. So. Weil jetzt kommt halt wieder dieses Ungeduldsding bei mir, ne? Okay, so. Es kostet halt immer so zwei Minuten ungefähr hier hinzukommen, ich weiß es nicht. Bitte Checkpoint. Yes. Warte, das war kein Checkpoint, oder? Ich, doch, doch war Checkpoint. Oh, ich dachte schon. Weil man ja den Schlüssel verloren hat, ne? Ah, jetzt verstehe ich auch erst, was ich machen muss. Weil man den Schlüssel verloren hat, ist es auf die Art und Weise ein Checkpoint. Sehr, sehr gut gemacht. Sehr gut. Aber ich muss da immer wieder durchschießen, ne? Okay, das wird interessant. Aber immerhin, Checkpoint haben wir ja. Ich werde mich nicht beschweren. Ach, bin ein Depp.
Das ist nicht schlimm, weiter schlimm. Das ist eher schlimm. Oh, ich muss echt böse. Oh, ich muss mich böse konzentrieren jetzt bei dem Level. Eieiei. Aber krasse Idee. Ich habe einen Wandsprung gemacht, den ich nicht machen wollte. Okay, zwei Schuss kriege ich raus, dann muss ich rüber wechseln. Nein, ich bin daneben gesprungen. Okay, aber wir hatten einige Treffer. Wir hatten einige Treffer. Concentration. Nein, ich bin wieder zu weit rutschen. Oh, ich wollte gerade sagen, wie viel brauche ich denn noch? Ich habe ihn jetzt schon so oft getroffen. Aber es war noch nicht genug. Es ist ja auch nicht weiter schlimm, wenn man von dem Feuer getroffen wird. Das ist ja voll in Ordnung. Weil man kann sich ja schnell wieder das Power abholen. Man darf nur nicht runterfallen. Oh, ich hab nicht aufgepasst. Oh, Mama mia. Ich hab... Alles gut, alles gut. Ich muss mich nur konzentrieren, wir wissen, wie es geht. Es hängt ganz von mir ab, wie lang das Video noch ist. Nicht weiter schlimm, ist egal. Thank you.
Yes! Nice! 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 Alter! WBC einfach, na? Einfach coole Level, die der Typ baut. Stressige Level, aber coole Level. Werden wir uns mit Sicherheit noch öfter angucken, seine Level. War da nicht auch irgendein Level, was ich... War das nicht von ihm dieses Mega Man Level, was ich gespielt hatte? Ich weiß es gar nicht mehr. Aber, yo. Der Typ hat echt saucoole Level. Gut. Zwei Folgen Mario Maker haben wir mal wieder. Das soll's erstmal wieder gewesen sein. Ich weiß noch nicht genau, was ich jetzt als nächstes auf dem Kanal so als kleines Hauptprojekt bringe. Es kommt ja nicht so in Bälde, aber es kommt ja das nächste Zelda-Spiel. So, das will ich auf jeden Fall spielen. Ob das dann wirklich zeitlich funktioniert, weil dann ist schon wieder Schule, keine Ahnung. Es wird Metroid Prime 4 irgendwann kommen, das will ich auf jeden Fall auch spielen. Auch da keine Ahnung, wie zeitlich, was, I don't know. Aber das sind so die zwei Pflichtspiele, die ich habe. Sollte irgendwann mal Silksong von Hollow Knight kommen, das wäre auch noch was. Es gibt ein Spiel, das habe ich letztens in einem Stream gesehen, das wird mich auch sehr reizen. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Ihr kennt es wahrscheinlich schon, aber vielleicht auch nicht, weil ich kannte es zum Beispiel noch nicht. Ich kannte es nur vom Namen her. Und zwar Cult of the Lamb. Das sah recht cool aus. Wenn ihr sagt, das würde euch taugen, könnte man das auch mal angehen. Das schreibt ihr mir bitte in die Kommentare. Ansonsten, danke fürs Zuschauen, falls ihr wieder eine Stunde durchgehalten habt. Vielleicht guckt es euch ja auch einfach so abschnittsweise an. Und ja, tschüss.